gestellten Hemd wurde mir von der Pfarrei zu meiner Fahrtinstallation geschenkt. Für mich war das ein klarer Wunsch der Urner, dass ihr Pfarrer ein Hirte ist. Die Urner haben mich gelehrt, was ein guter Hirte ist, und sie halfen mir besser zu verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte. Bürglen ist eine Perle unter den Pfarreien der Schweiz, eine kostbare Herde, und sie steht jetzt im Fokus. Als ihr Hirte will ich alles daran setzen, dass diese Herde nicht verletzt wird oder nicht Wunden davon trägt, die noch Jahre eitern. Darum ist das oberste Ziel unserer Gespräche, meines Einsatzes mit dem Bischof von Chur, die Herstellung des Vertrauens, damit Versöhnung geschieht und wieder Ruhe und Frieden in unsere Pfarrei einkehrt. Mein Leitgedanke in der Seelsorge lautet: Verbinde dich mit Christus und lass dich auf das ein, was dir begegnet. Du wirst im Moment erkennen, was zu tun ist. In dieser Haltung habe ich auch die Anfrage der beiden Frauen angenommen, bin in die Stille gegangen und habe bei dem erfahrenen Jesuitenpriester Rat gesucht. Es war für mich eine große Freude, den beiden Personen sagen zu dürfen, dass Gott, der sie erschaffen hat, auch ein Ja zu ihnen hat, so wie sie sind. Mit tiefem Frieden im Herzen sagte ich ihnen, dass Gott sie auf dem gemeinsamen Weg beschützen werde, und ich erteilte ihnen den Segen Gottes. Wenn ich jetzt all die Reaktionen in Betracht ziehe, muss ich erkennen, dass ich die Segnung nicht genügend diskret vorgenommen habe. Es wurden Menschen verletzt und werden noch Menschen verletzt. Jene, die ich zu wenig geschützt habe und dadurch verletzt worden sind, bitte ich um Verzeihung. Als der Rummel losging, suchte ich die Stille vor Gott. In dieser Stille hörte ich in mir das Nadate Turbe der Teresa von Avila. Es kam ganz klar: Nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken, alles vergeht, Gott bleibt derselbe, Geduld erreicht alles, wer Gott besitzt, dem kann nichts fehlen, Gott allein genügt. Ich bitte alle, Gott zu vertrauen und sich der Gewalttätigkeit der Faust, der Zunge und des Herzens zu enthalten.